So, mal sehen, ob ich es jetzt wieder bloppen lasse. Gut. Ich hab jedes Mal Angst davor. Ja, ruhig. Lasse es wieder bloppen. Hier. Einmal das Dingelchen wieder drauf. Nicht wegrollen. So. Ja, ich hab gekleckert. Ja, ist das ekelhaft. So, wir wollen aber trotzdem noch einmal kurz zurück. Wer weiß, ob es da nicht noch irgendwo was gibt. Haben wir hier Wespen? Ah ne, Bienen sind's ja, keine Wespen. So, warte. Muss das Ding nicht weckern. Ja, ich versuch's ja. Er klappt nur nicht immer. Tschüss. Okay, da will ich natürlich auch nochmal rein. Hier natürlich auch einmal hin. Eigentlich ist es jetzt schwachsinnig, dass wir für so kleine Sachen da reingehen. Aber ich möchte irgendwie alles haben. Am coolsten finde ich halt das Ding mit den Eulen. Finde ich ja mega cool. Früher in den älteren Teilen gab es zum Beispiel halt den Wunderkoch. Wo man halt so Rezepte erlernen konnte. Das war halt auch mega cool. Für Zirkunia. Das finde ich so schön an dem Spiel tatsächlich. Ich hatte erst Angst, dass es relativ eintönig ist, aber in der Demo war halt schon wirklich viel zu erkunden. Was mich dann ja so ein bisschen beruhigt hat. Aber das jetzt so zu sehen und dann halt das Ding mit den Eulen, das ist halt so mega cool. Dass man dadurch dann halt so, ja, Kostümsachen kriegt, das ist halt echt, da stehe ich ja voll drauf. Vor allem jetzt halt auch sowas mit Katzen, es passt halt einfach. Und ich glaube, ich habe schon meinen Lieblingscharakter gefunden in dem Spiel. Ist zwar noch zu früh, um das zu sagen, ich weiß, aber... Xion hat zumindest eine sehr gute Tendenz dahin. Vielleicht sogar einer meiner weiblichen Charaktere. Mal gucken. Potenzial ist auf jeden Fall da. Okay, das war verkackt. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Vor allem die Stimme ist halt auch richtig cool. Liebe ihre Stimme. Okay, da komme ich leider auch nicht weiter hoch. Wie gesagt, bisher bin ich halt auch richtig begeistert von der Story. Das Kämpfen ist einfach sehr schwierig und ungewohnt, vor allem weil ich die Demo ja mit dem Controller gespielt habe und jetzt mit Maus und Tastatur. Das ist schon ein anderes Spielen. Aber nicht unbedingt schlechter. Also die
Tastaturensteuerung ist eigentlich sogar ganz gut. Okay, Fahrstuhl scheint offline zu sein. Also ich habe sie mir schlimmer vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin. Ich denke, das Spiel wird sich lange beschäftigen. Ja. Ja. Was auf der einen Seite problematisch sein wird, wenn ich bedenke, dass ja auch Endwalker im November kommt, dann im Oktober spielen wir ja auch Life is Strange, wenn das Remastered rauskommt. Also das wird schon einige Zeit dauern, aber ich will mir halt auch wirklich Zeit lassen. LOL, ich bin erstmal direkt tot. Die Dinger hauen echt mega rein. Könntest du mich bitte wiederbeleben? Das wäre super. Okay. Belebt mich so nicht. Also kann so grad nicht. So. Ey, die sind echt stark. Alter. Also leicht ist was anderes. Aber wir wollten es ja auch nochmal spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die auch nochmal so hart sind. Hat er mich überhaupt jetzt erstmal wieder getroffen in der letzten Zeit? Ich glaube nicht mehr. Nee. Nein, sie ist tot! Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie, das Remastered sagt, da kam heute ein neuer Teil raus. Ja, heute kam der neue Teil raus und im Oktober wird Life is Strange wie Life is Strange Before the Storm kommt das Remastered raus. Das habe ich mir nämlich auch vorbestellt. Also, Liz 1 und Before the Storm wird beides remastered. Ich habe auch schon die, oder einige der Modelle gesehen, einige der Szenen. Und die haben da wirklich viel, viel mehr Leben mit reingebracht. Also ich glaube, das lohnt sich wirklich. Bin echt gespannt. Und das will ich dann natürlich auch mit euch spielen. Weil ich liebe die Life is Strange Story. Gut, der zweite hat mich jetzt nicht ganz so von den Socken gehauen. Er war nicht schlecht, aber er war jetzt halt... Er kam jetzt halt nicht an den anderen ran. Aber wenn ich den dritten Teil... Also, ne? True Colors spielen will, möchte ich halt vorher gerne alle anderen Teile auch nochmal gespielt haben. Und, ne? Das 2 gespielt. Also ich finde, der zweite lohnt sich jetzt auch nicht so enorm. Er ist cool. Auf seine Art und Weise, aber nicht vergleichbar mit den ersten 2 Spielen. Aber also man kann ihn spielen. Es ist kein schlechtes Spiel. Es muss ihn nicht wirklich verstecken. Aber es kommt halt nicht an den ersten ran. Wobei sie was ganz, ganz Cooles mit reingebracht haben, aber da will ich natürlich nicht zu viel verraten. Hm? Also, ne? Ihr solltet auf jeden Fall mal spielen. Aber wie gesagt, ich habe vor, das dann halt im Oktober zu spielen. Bis dahin möchte ich halt auf Fallout und Tales of Arise spielen. Ich habe auch schon den neuen Zeitplan rausgehauen. Der steht auf Twitch. Also auf dem Twitch-Zeitplan. Das Einzige, was halt noch anders ist, ist halt heute. Ist halt als besonderes Ereignis drin. Aber ansonsten habe ich das zumindest schon mal veröffentlicht. Wird auch schwierig, in den ersten Teil ranzukommen. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass True Colors es schaffen könnte. Also vielleicht nicht ihn zu übertreffen, aber zumindest ranzukommen. Ungefähr. Oh Gott, scheiße. Oh, verrenn gerade. Also ich glaube, True Colors könnte das echt schaffen. Da wäre es ein Adventures of Captain Spirit. Ja. Das ist ja quasi so die hohe Geschichte zum zweiten. Ist ja relativ kurz gehalten. Relativ kurz gehalten, aber cool. Cool und regt sehr zum Nachdenken an, finde ich. Aber ich habe mir halt von True Colors auch noch nichts angesehen, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte.
so wie es Dera zum Beispiel mit Tales of Arise geht. Deswegen werden wir, wenn wir Tales of Arise spielen, Dera zum Beispiel nicht mehr wiedersehen. Erstmal. Weil Dera ist, glaube ich, auch so ein Tales of Arise-Fan. Oder zumindest mag er die Reihe ganz gern. Weswegen er wahrscheinlich dann erstmal nicht mehr reinschaut, wenn wir das spielen. So geht es mir jetzt halt bei vielen Streamern, wo ich halt eigentlich gerne reinschaue, auch so nach meinem Stream, nach unserem Stream. Dann kann ich halt auch erstmal nicht mehr reinschauen. Wo ich mir auch denke, so, ja, scheiße. Aber ich möchte das halt unbedingt mit euch spielen. True Colors. Deswegen, bin aufgeregt. Aber das möchte ich halt wirklich erst machen, wenn das Remastered raus ist. Habe ich mir ja nicht umsonst vorbestellt. Das Dom habe ich auch gespielt und das habe ich noch nicht geschafft. Ja, alles gut, alles gut. Es hetzt ja auch keinen. Ich hatte es halt gespielt, weil ich es damals im Let's Play gemacht habe. Das heißt, ich kenne natürlich die ganzen Spiele schon. Aber ich finde sie halt, sie haben echt einen richtig guten Wiederspielwert. Dass es sich halt für mich auch lohnt, das nochmal zu spielen. Und vor allem das Remaster für cool. Auf Life is Strange 2 freue ich mich jetzt nicht ganz so, aber. Vielleicht lag es auch an meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, teilweise. Ich war oft mit meinen Entscheidungen einfach unzufrieden. Wir müssen da hoch, ne? Dann gehen wir auch direkt erstmal da hoch. Und die ganzen Ohren. Au, 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 au. Also heute sind sie ja echt mega nervig, ne? Ich bin echt am Überlegen, ob ich hier Alerts ausschalte. Warte mal, kann ich das machen? Warte mal. Die damit sieht man es aber noch. Doch, das geht jetzt eine ganze Weile. Warte mal. Wir sind viel Langeweile. Ja, die Bots. Warte mal. Dann mache ich das einfach ganz anders. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Aber ich schalte die Alerts jetzt halt einfach aus. Sofern ich es jetzt spontan hinkriege. Ich weiß es natürlich nicht. Zumindest, dass man sie jetzt nicht mehr sieht gerade. Kann jetzt allerdings ein bisschen dauern, bis ich das hingekriegt habe. So. So. Müsste jetzt eigentlich zumindest die Follower-Alerts müssten aus sein. Ich hoffe es einfach. Ich weiß nicht, ob es jetzt geklappt hat. Alle anderen Alerts sind noch drin. Ich habe nur den rausgenommen erstmal. Ich lasse das erstmal offen. Weil das ist doch so extrem nervig. Wirklich extrem nervig. Ich weiß auch nicht, wer so viel Langeweile hat, dass das... Vor allem, was hat man davon? Kaya muss mich nur daran erinnern, dass ich es dann zum nächsten Mal wieder anmache. Sofern es jetzt auch wirklich aus ist. Ich würde ja gerne Test-Alert machen, aber ich kann mich nicht selbst verloren. Das geht leider nicht. Wobei, doch, warte, ich kann einen Test-Alert machen. Warte mal. Geht doch. Geht doch in dem Programm. Warte mal, wir schauen einfach mal.
Okay, es kommt nur die Dinger. Warum die Dinger kommen, weiß ich allerdings nicht. Also sofern es euch nicht stört, werden dann halt nur Emotes kommen. Ich kann das noch einmal rausnehmen. Animation Settings. Es kommt zumindest kein Sound mehr. Das ist ja schon mal gut. Kommt kein Sound mehr. Ich mache nur einen Test, mache ich noch ganz kurz. Okay. Die Dinger kann ich leider nicht ausschalten. Also die Emotes werden leider immer noch kommen, weil die für alle gelten, scheinbar. Das heißt, wir werden dann halt nur die Dinger fliegen sehen. Also stört euch das, wenn die Dinger kommen, sonst muss ich die Alerts komplett rausnehmen. Aber Sound und alles andere ist aus. Das heißt, das wird nicht mehr angezeigt. Es wird allerdings auch allgemein kein Follow mehr angezeigt, erstmal. Scheinbar. Speicher das erstmal. Okay. Also wie gesagt, alles andere ist Fuji. Erstmal. Aber dann haben wir jetzt erstmal Ruhe. Ruhe und Frieden. Nervt dann ja auch auf YouTube. So ein bisschen. これもまた駄々の奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしくしたがっておれば生き残れるかもしれん。命あってのものだのだ。だから自殺を待てっていうのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする。そういうことじゃないのか、ドク。 みんなの育成を賭けにさし出した上に人を犠牲にして生き残ったところで結局待つだけならなんになる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その人の結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは 止めたいはずの死を広げる。それは愚かだろうさ。でも待つことになれ、いつか抗おうとする心さえ失う。そんな自分になってしまうことの方が怖い。俺はもう出会ってしまったから。支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、 同じ命をかけるなら、彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない。俺にしか使えない。でも一人では使えない、きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。 みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、なら、わしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ。鉄仮面、実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。この繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの、とく。今 Und wenn ich für euch zu schnell durchklicke, dann müsst ihr das sagen. Also ich klicke immer nur so, wie mein eigenes Lesetempo ist. Deswegen. Oh, haben sie es nach hinten verschoben? Weil erst hieß es, dass es jetzt im Herbst kommen sollte. Eigentlich. Haben die das echt verschoben? Weil dann wär's für mich gar nicht mal so schlecht.
wenn sie es verschoben hätten. Warte mal. Warte. Tatsächlich, sie haben es verschoben. Ja gut, dann hab ich sogar Glück gehabt. Ja, coming early 2022. Weil er stand nämlich die ganze Zeit bis dieses Jahr Herbst. Eigentlich. Da bin ich mir sogar zu 100% sicher. Deswegen hatte ich mir das nämlich vorbestellt. Aber dann kommt das wohl später. Wie gesagt, für mich gar nicht so schlimm. Dann habe ich mehr Zeit, die Spiele durchzuspielen. Ja, vorher stand nämlich 30. September. Vorher stand 30. September und dann wurde es jetzt wohl geändert. Wurde nach hinten verlegt. Wie gesagt, für mich ist es gut. Für mich ist es sehr, sehr gut. Weil dann habe ich mehr Zeit. Das Problem ist dann halt, ich darf mich bis nächstes Jahr nicht spoilern lassen, was True Colors betrifft. Das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, es war erst für 30. September angedacht. Weil da habe ich nämlich noch eine Benachrichtigung gekriegt, dass ich das da kriege. Dann haben sie es aber recht wahrscheinlich, dass es Ende September rauskommen sollte, ja. Wie gesagt, ich habe eigentlich, die Nachricht habe ich nämlich noch, am 30. September sollte es rauskommen. Aber davon habe ich gar nichts irgendwo gelesen in irgendwelchen Ankündigungen. Hätten sie es dann nicht eigentlich auch bei der Gamescom oder sowas sagen müssen, dass das hin verlegt wird? Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt da angekündigt wird. Aber für gewöhnlich dachte ich immer, dass man da irgendwie so eine Ankündigung kriegt. Okay, gut. Der dicht. Irgendwo schade, aber boah, dann müssen wir uns halt bis nächstes Jahr gedulden mit Vokalos. Den brauchen wir nicht abhetzen. Und wir haben Zeit für Endwalker dann. Wenn Endwalker kommt. Und wir können Fallout zu Ende spielen. Also eigentlich ist es ganz gut. Ich hätte jetzt nur gesehen, weil ich das auf die Wunschliste gepackt habe. Mama, das ist super, dass du das gesehen hast, weil jetzt hätte ich mich wahrscheinlich drauf gefreut. Hätte versucht, mich zu beeilen. Was eigentlich gar nicht meine Absicht ist, aber hätte mich mega versucht zu beeilen, um das alles zeitig zu schaffen. Und so kann ich mir mega Zeit lassen, oder wir uns mega Zeit lassen. Das ist gut. Danke, dass du nachgesehen hast. Und wir haben doch eine Eule. Oh Gott, was kriegen wir jetzt? Ich glaube, die hat einen Monokel. Nein, die kriegen einen Monokel. Okay. Jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt muss ich mich entscheiden. Warte mal. Das kriegt unsere Prinz Eisenmaske hier. Machen wir den Hundeschwanz weg oder machen wir die Hasenohren weg? Warte mal. So sieht das mit dem Monokel aus. Und wenn wir den wegmachen? Nein, beides gilt nicht. Mappa, was sagst du? Oder lassen wir das Monokel weg? Irgendwie sieht das halt auch... Wobei, es sieht eher aus, als hätte man so einen Nasenring. Das Monokel fällt kaum auf Jana. Aber es ist halt irgendwie schon... Lol, und die Katzen in den Hasenohren drin. Nee, das machen wir nicht. So ein Schweinkram machen wir nicht. Ich könnte es halt auch ihr geben, ne? Okay. Ey, aber vielleicht kriegen wir ja noch keinen Charakter, wo es gut aussieht. Mir graut vor dem nächsten Charakter. Der muss sich in Acht nehmen. Okay. Genug böses Lachen für heute. Aber die Eule habe ich nur rein zufällig gesehen. Bin ich hier richtig? Muss ich hier hin? Nee. Ah ne, wir müssen zurück. Achso, wir können ja Schnellreise machen. Ja, einmal Schnellreise.
Das verstehe ich gar nicht. Sein Blick verrät ihm alles. Wie? Er hat eine Maske auf. Welcher Blick? Also, da ist eine kleine Lücke. Der hat gerade gar keinen Blick. Man sieht doch nicht, was unter seiner Maske ist. Es kann auch sein, dass er da voll am Lachen ist. Er hätte ja jetzt gesagt, erkenne es an deiner Stimme oder an deiner Stimmlagung, an deiner Körperhaltung, keine Ahnung. Er hätte ja gesagt, gut, okay, machen wir, klar, lassen wir gelten. Aber ich erkenne das an deinem Blick. Was? hat er Röntgenaugen? Ja, ich glaube. Silva. Okay. Ja. Entweder Übersetzungsfehler oder Logikfehler. Eins von beiden. Ich glaube, wir bleiben. Komm rein in meine bescheidene Hütte. Hey, Eisenmaske, hast du vielleicht einen Moment? Hey, Dyron, womit kann ich dienen? Naja, seit du hier bist, hast du ja ständig gekämpft, oder? Langsam mache ich mir Sorgen um den Zustand deiner Waffe. Schließlich triffst du bald Balsef gegenüber. Wer weiß schon, welche Tricks er auf Lager hat. Du musst bestens vorbereitet sein. Zum Glück haben wir einen Schmied vor Ort. Ihr solltet euch mal ansehen, was er gefertigt hat. Nun gut, ich werde daran denken. Juhu, Quests begonnen. Schmieden ganz von früh. Gerade angenommene Quest Anzeigeporträt geben. Ja, mach. Hau raus. Bereite dich mit dem Schmied im Gasttausch. Im Gasttausch. Das ist hier. Wer ist der Schmied? Bist du der Schmied? Dyron hat mich schon aufgeklärt. Ich mache nicht nur Werkzeuge für Bauern, sondern auch Waffen für die Kamesin-Krähen. Da es hier um dich geht, muss ich einfach helfen. Ich schmiede euch die besten Waffen, die ich mit den Materialien, die ich habe, fertigen kann. Okay, Waffe fertigen. Primitives Langschwert. 38, 37, 49. Narren. Okay, das hier können wir fertigen. Fertigen und ausrüsten. Okay, ich kann. Alter, das sieht aber geil aus. Okay, scheiße. Verkaufen. Nein. Ich würde gerne selber aussuchen, was ich verkaufe. Okay. Miau. Miau. Also, was hältst du davon? Gar nicht mal so übel. Das ist das Beste, was ich dir derzeit bieten kann. Bring mir mehr Materialien und ich mache dir was noch grandioseres. Arigato. Das ist schon ziemlich grandios. Ich wusste nicht, dass Zeugeteile so vielseitig sind. Yes. Danke. Freut mich, das zu hören. Ich überlasse den Rest dir. Mach Rena die Höhle heiß und befreie uns, ja? Was hältst du davon? Macht 6,50. Das ist der Plan. Ich glaube, es waren 500.
Oder? Ich meine, es waren 500. Apropos, wir haben ja noch hier unsere Fertigkeiten, ne? Oh ja, 500. Gerade erschrocken wegen dem Schnurren, habe erst geguckt, ob meine Katze auf der Stuhllehne sitzt. Ja, fast. Fast. Es sind nur die Samtpfoten, Papa. Es sind nur die Samtpfoten. So, was haben wir denn hier? Mit Schaden in der Luft. Perfektes Ausweichen. Maximal AL. Ja, das würde ich gerne einmal nehmen. Und dann haben wir nichts mehr, was wir benutzen können. Hier würde ich gerne einmal den Flammschlag nehmen. Schießt giftige Wasserblasen, die den Gegner vergiften können. Nahtodangriff. Okay, dann machen wir das hier noch. So, Gemischtwarenladen. Kaufen. Oh Gott, wir können nur Trank des Lebens kaufen. Okay. Ja, ich würde gerne einmal rasten. Komm, wir nehmen die Grillpilz. Oh,